Jetzt kommen wir aber zu dem Programm, was wir ursprünglich an diesem Mittag vorhatten. Wir wollen, und damit kommen wir zur Innenpolitik, in das Geschehen im Bundesrat schauen. Dort ging es heute um den sogenannten Digitalpakt. Über den ist lange gestritten und diskutiert worden. 5 Milliarden sollen in den nächsten 5 Jahren vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die Digitalisierung der Schulen zu verbessern. Und heute nun endlich wurde darüber befunden im Bundesrat, und zwar schlussendlich darüber entschieden. Über die weiteren Themen dort in der Länderkammer informiert uns nun unser Kollege Claudius Krönert. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Bundesrat in Berlin. Wichtigstes Thema heute in der Länderkammer ist eine Grundgesetzänderung, die es ermöglicht, dass der Bund den Ländern für verschiedene Aufgaben Geld zur Verfügung stellt. Zu diesen Aufgaben gehört der soziale Wohnungsbau, es gehört auch der öffentliche Personennahverkehr, aber ganz besonders wichtig die Digitalisierung der Schulen. Wenn für diese Aufgaben eine Grundgesetzänderung nötig ist, so ist sie auch mit 2/3-Mehrheit schon im letzten Jahr vom Bundestag beschlossen worden. Aber die Länder haben sich gesperrt mit dem Argument, dass der Bund zu sehr Einfluss nimmt auf Inhalte, beispielsweise in der Bildungspolitik. Nun hat der Vermittlungsausschuss im Januar eine Einigung gefunden. Die Länder, die vor allem gegen diese Grundgesetzänderung gesprochen haben, waren ganz vorne Baden-Württemberg, dann aber auch Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Wir begrüßen den Ministerpräsidenten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hier bei uns. Herr Laschet, der Kern des Digitalpaktes ist, dass der Bund den Ländern 5 Milliarden Euro geben will zur Digitalisierung der Schulen. In Vorbereitung des Interviews habe ich einige Bekannte gefragt, durchaus politisch interessiert. Niemand hat verstanden, warum die Länder da so große Schwierigkeiten mit haben. Können Sie uns das noch mal erklären, bitte? Ist ja eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Wenn der Bund sagt, hier ist eine neue Aufgabe, die Digitalisierung der Schulen, dazu muss man Geld bereitstellen, dann gibt es im Grundgesetz dafür Gemeinschaftssteuern. Die gehören nicht dem Bund, die gehören nicht den Ländern, sondern die sind für Aufgaben da, die neu entstehen. Und unser Weg wäre gewesen, lass das so in dieser praktischen Weise machen, dann ist man auch schneller handlungsfähig, anstatt die gesamte Grundgesetzkonstruktion jetzt zu verändern, wie der Bund das am Anfang vorgehabt hat. Und wir haben dann in wenigen Wochen im Vermittlungsausschuss ein Ergebnis gefunden, eine leichte Grundgesetzkorrektur, und jetzt kann das Geld fließen. Aber der Bund muss für die Zukunft wissen, man kann nicht bei jedem Problem, was man hat, immer wieder das Grundgesetz ändern. Das ist eine gute Verfassung, und die sollte nicht nur wegen politischer Tagesgeschäfte verändert werden. Wie groß ist denn die reale Gefahr, dass der Bund über die Grundgesetzänderung versucht, Einfluss zu nehmen auf die Bildungshoheit der Länder, das heißt auf die Schulpolitik? Ich glaube, bei einigen im Bundestag ist die Auffassung, wenn Bildungspolitik Bundesaufgabe wird, dann wird es besser. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Der Bund hat genug Themen, um die er sich kümmern könnte. Wäre ja schon mal schön, wenn die Flugzeuge der Bundeswehr mal fliegen würden, wenn wir bei den Bundesaufgaben gut agieren würden. Stattdessen greift er immer wieder in Länderzuständigkeiten ein. Und Bildungspolitik ist etwas, gerade wenn Eltern, Schüler und Lehrer beteiligt sind, was sehr ortsnah entschieden werden muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Berlin besser weiß, wie man in einem schwierigen Viertel im Ruhrgebiet Aufstiegschancen durch Bildung schafft. Und deshalb ist mein Plädoyer, Bildung so ortsnah wie möglich mit Eltern, Lehrern und Schülern zusammen zu entscheiden. Ortsnah einverstanden, aber es gibt durchaus viele Familien, die auch stöhnen über den Bildungsföderalismus, nämlich dann, wenn sie umziehen, beispielsweise aus ihrem Land Nordrhein-Westfalen ins Nachbarland Rheinland-Pfalz. Da gelten dann ganz andere Regeln plötzlich. Was ist so wichtig an diesem Bildungsföderalismus? Die ortsnahe Entscheidung ist das Allerwichtigste, die Vielfalt und der Wettbewerb auch um die besten Bildungskonzepte. Ich glaube, wenn man einen
eine Bundeszuständigkeit hätte, einigt man sich eher auf dem niedrigsten Niveau als an dem besten Niveau. Wir haben Länder, die sehr gut abschneiden bei den PISA-Studien. Und alle, die das nicht tun, haben die Aufgabe, besser zu werden und sich daran zu messen. Was Sie beschreiben beim Umzug zwischen Ländern, das muss die Kultusministerkonferenz so verabreden, dass es nahtlos möglich ist, von einem Land ins andere zu gehen. Das bleibt eine Daueraufgabe, die aber nicht durch eine Verlagerung auf den Bund besser wird. Herr Laschet, im Herbst und Winter hatte man das Gefühl deutlicher atmosphärischer Störungen zwischen dem Bund und den Ländern. Wie würden Sie die jetzt beschreiben? Hat sich das wieder etwas gebessert? Ich hoffe, das wird sich für die Zukunft zeigen. Das, was im November und Dezember passiert ist, dass in einer Bundestagssitzung von Donnerstag auf Freitag fundamental ins Grundgesetz eingegriffen wird, ohne dass man darüber einmal redet, das hat dazu geführt, dass 16-0 die Länder, egal wie sie regiert werden, von der Linken in Thüringen bis zu den Grünen in Baden-Württemberg und 14 anderen CDU-SPD-regierten Ländern, alle gesagt haben, so kann man miteinander nicht umgehen. Ich glaube, das haben jetzt alle gemerkt. Insgesamt muss man sagen, wir haben auch Handlungsfähigkeit in Deutschland gezeigt. In Großbritannien erleben wir im Moment in einem Parlament, wie schwierig da eine Ergebnisfindung ist. Es gibt keine Mehrheit für gar nichts. Hier haben Bundestag und Bundesrat in 6 Wochen das Problem gemeinsam gelöst mit einem Kompromiss. Und auch das ist eine Stärke unserer Demokratie. Kompromisse machen. Herr Laschet, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, meine Damen und Herren, das war also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hier bei uns.